Verbrennt euer Bargeld! Google Pay ist jetzt mit PayPal verbindbar. Was ihr alles zu diesem kontaktlosen Bezahlen wissen müsst und weiteres vieles mehr, das erwartet ihr jetzt. Los geht's! Nicht kontaktlos, aber fast genauso genial ist das Abonnieren dieses Kanals hier. Abonniere den Kanal und verpasse keine Infos, Tipps und Tricks rund um digitale Angebote mehr. Ja, seit dem 26. Juni gibt es Google Pay in Deutschland. Cool. Ich habe es ehrlich gesagt die letzten Monate ziemlich ignoriert, das Ganze. Ich habe immer alles mit EC-Karte bezahlt. Bin jetzt auch nicht ein riesen Bargeldfreund, aber dachte mir, okay. Mit der EC-Karte, da muss ich nur ein bisschen was eingeben. Das ist doch eigentlich auch kein Problem. Außerdem habe ich keine Kreditkarte, die ich mit dem Anbieter verbinden kann. Und dann auf einmal kam PayPal mit dazu. Ihr könnt jetzt euer PayPal mit Google Pay verbinden und es wird quasi eine virtuelle Kreditkarte angelegt, mit der ihr dann über Google Pay bezahlen könnt. Und ich habe mir gesagt, Lukas, komm, dann machen wir das Ganze doch mal, probieren wir das Ganze mal aus und schauen uns das mal genauer an. Und ich muss wirklich sagen, als ich das erste Mal mit Google Pay bezahlt habe, war es schon irgendwie magisch. Auch wenn es so wenige Sekunden sind, ist es einfach super praktisch, sein Handy hinzuhalten und dann zu bezahlen. Das ist schon klasse. Mir gehen da aber natürlich ein paar Fragen durch den Kopf. Aber bevor ich die beantworte, zum Beispiel zum Thema Sicherheit des Geldes, Sicherheit der Daten und Verfügbarkeit der Läden und was weiß ich, das kommt alles am Ende. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie das Ganze einzurichten ist. So, erstmal die drei Voraussetzungen: Ihr braucht ein Smartphone, was NFC-fähig ist und Android 5.0 mindestens hat. Außerdem braucht ihr natürlich die Google Pay App, müsst euch dabei Google anmelden und ihr braucht als drittes eine Kreditkarte oder PayPal. Anfangs müsst ihr euch, wie es wahrscheinlich nachvollziehbar ist, erstmal mit eurem Google-Account anmelden. Dann sucht ihr euch einen aus und wenn damit schon PayPal verbunden ist, dann geht das relativ schnell. Als ich mein PayPal-Konto mit Google verbunden habe, hat das ein bisschen gestockt. Da habe ich, glaube ich, dreimal versucht, das zu verbinden. Beim dritten Mal hat es dann funktioniert. Ja, ist ein bisschen hin und her, aber am Ende funktioniert es dann doch. Und dann, ja, dann seid ihr in der App und denkt euch, okay, wie funktioniert das Ganze? Wie geht das? Letztendlich müsst ihr nichts anderes machen, als NFC zu aktivieren und dann euer Handy an ein Gerät zu halten, das NFC-fähig ist und damit könnt ihr dann sofort bezahlen. Das Ganze geht dann auf eure virtuelle Kreditkarte und wird dann abgebucht. Damit ihr zahlen könnt, muss euer Handy entsperrt sein. Außerdem ist ein Vorteil, dass ihr Kundenkarten zum Beispiel von IKEA und so alle in einen Ort habt. Ihr könnt die alle verbinden und damit dann bezahlen, zum Beispiel auch hier im Mediamarkt Club. Das ist schon mal nicht schlecht. Kommen wir zum Thema Sicherheit. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich auch immer etwas stutzig gemacht hat, weil ihr quasi mit dem Smartphone unterwegs seid. Wer weiß, weiß ich nicht, wenn mir jemand das Smartphone klaut, kann der quasi dann alles bezahlen. Sicherheitsmaßnahme Nummer 1, wenn ihr das Smartphone gelockt habt, das heißt, wenn ihr quasi hier drauf drückt, dann ist es nicht möglich, damit zu bezahlen. Das heißt, dann kann Google Pay erstmal nicht verwendet werden. So, wenn euer Handy jetzt aber nicht gesperrt ist, habt ihr noch eine Sicherheitsmöglichkeit. Und zwar könnt ihr nämlich nur ohne PIN bezahlen bis 25 Euro. Alle Beträge, die darüber hinausgehen, müssen mit einem PIN bestätigt werden. Wo könnt ihr damit bezahlen? Ihr habt eigentlich bei allen großen Ketten die Möglichkeit. Google Pay hat auch übrigens nochmal eine Übersicht von den ganzen Mitgliedern quasi, die ja mitmachen. Aber ich habe zum Beispiel vorhin noch eingekauft bei einem ganz, ganz kleinen Laden. Die hätten das Gerät auch. Ich denke, das wird sich mehr und mehr durchsetzen. Kommen wir zum Thema Datensicherheit. Eure Daten bleiben bei PayPal und werden nur verschlüsselt herausgegeben. Das heißt, dass ihr nicht jedes Mal bei jedem Einkauf quasi mehr und mehr Daten an alle möglichen Leute verteilt, sondern die sind verschlüsselt, anonymisiert und bleiben da, wo sie hingehören. So, und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr auf unseren Magazinbeitrag auf dirdoktor.de gehen. Der ist hier nochmal verlinkt. Da sind auch die ganzen möglichen Kreditkarten, die man da einspeisen kann, mit dabei. Und außerdem könnt ihr da nochmal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Fragen habt oder hier unten in die Kommentare. Außerdem lasst uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder Wochenanfang oder was auch immer. Geht ja alles. Macht's gut, Leute.